Wir haben, der Schwerpunkt Männer hat sich so aus Zufall ergeben, aber wir haben eine Kooperation mit der Volkshochschule Ulm, in der es um ein spezielles Männerprogramm geht. Und ein Highlight dabei ist für mich ein Köhler-Workshop auf der Alp oben, im Biosphärengebiet, auf dem Jägerhof. Und da werden wir immer zu zweit, zu dritt einen Köhler Meiler aufbauen und werden den über 30 Stunden ungefähr durchbrennen lassen, sodass nachher wirklich Holzkohle rauskommt. Die zwei, drei Leute, die einen Köhlermeiler dann gebaut haben, die werden Holzkohle für die ganze Grillsaison 2012 und 2013 haben. Wie kommt man auf so eine Idee? Ja, wir hatten mal ein Projekt, in dem auch ein Köhler mitgewirkt hat. Und ich fand das so toll. Der hatte so einen kleinen Schaumeiler gebaut, der in dieser Zeit durchbrennt. Und das hat mir gut gefallen. Man muss allerdings sagen, das ist schon Arbeit. Man muss die ganze Zeit darauf aufpassen, dass der genügend Luft und nicht zu viel Luft bekommt. Das Holz wird so mit einer Erddeckschicht abgedeckt. Und da muss man dann den Brand durch die Luft Zufuhr regulieren. Also das ist ganz schön, man muss immer parat sein. Man kann nicht sagen, gut, jetzt lege ich mich mal 5 Stunden aufs Ohr. Das geht nicht. Da muss man immer gucken, dass das ordentlich durchbrennt. Also auf dem Jägerhof an dem Tag darf Mann mal richtig Mann sein. Da darf man. Ohne Waschen, ohne Zähne putzen, rohes Fleisch wird verputzt, direkt am Feuer. Ja, wir werden grillen, das bietet sich ja an. Und dreckig wird man von alleine da. Die Holzkohle färbt natürlich ab und die Erde, mit der man das macht. Nicht umsonst heißt es, wer hat Angst vorm schwarzen Mann? Also der schwarze Mann, das waren die Köhler, die erstens richtig schmutzig waren, schwarz waren, und weil sie wochenlang oder über eine ganze Woche hin nicht richtig schlafen konnten, hatten sie dann auch so einen flackernden Blick. Und deswegen, wer hat Angst vor dem schwarzen Mann? Wenn welche irgendwelche orientierungslosen schwarzen Männer in Lendenschurz da mal über den Jägerhof stapfen mit einem Speer in der Hand, das werden dann Sie und Ihre Kursteilnehmer sein. Ganz so paläontologisch wird es nicht zugehen. Aber wir können auf dem Jägerhof, klar, wir können da übernachten. Es gibt die rustikalen Übernachtungsmöglichkeiten da. Und ja, wir werden uns in der Gegend dann schon umschauen.